Gute, meine Freunde, und willkommen zurück hier an der Ostfront der Franzosen. Und wir befinden uns auf einer Aufklärungsmission. Das haben wir ja noch im letzten Part erfahren. Und im Wesentlichen geht es darum, eben die feindlichen Stellungen der Deutschen aufzuklären und danach am besten auch gleich noch die wichtigen Stellungen zu bekämpfen. Das heißt, wieder mal liegt alles an uns. Wir dürfen alles selbst machen und die Front der Deutschen quasi alleine aufrollen. Aber das kennen wir ja mittlerweile, sollte auch kein Problem sein, denn wir haben hier genug Leute vorhanden und man hat die netterweise, muss man dazu sagen, die rechte Flanke komplett offen gelassen. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich fröhlich diesen Wald entlang kriechen, dem Feind umlaufen und dann von hinten diese Geschützbatterie angreifen, die Geschütze besetzen und dann schießen wir hier, wie gewohnt in alter Manier, alles zu Klump, was wir finden. Und dann sollte diese Mission auch gegessen sein. Dann sollte uns nichts mehr überraschen können. Wir umlaufen gleichzeitig natürlich auch die anderen Verteidigungen, zum Beispiel dieses nette MG, was hier schön eingegraben wurde. Aber während ich jetzt hier die deutsche Verteidigung bespreche, analysiere, wenn es da was zu analysieren gibt, lasse ich die schon mal loskriechen. Die sind alle auf Kriechen gestellt, die Boys, und auch auf Feuer erwidern, damit die nicht einfach losballern. Und dann sollten wir den Feind hier wunderbar umlaufen können. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, hier laufen Patrouillen, aber die sollten kein Problem darstellen. Ja, deutsche Verteidigung, wie gesagt, wir haben hier in der Mitte zentral relativ ein MG, an vorderster Front quasi, beziehungsweise ein kleines Stück dahinter. Und ansonsten, was haben wir hier? Tatsächlich das erste Mal Gräben, obwohl wir ein Spiel haben, das im Ersten Weltkrieg spielt, haben wir hier das erste Mal den Fall, dass sich der Feind eingegraben hat. Gut, man muss dazu ja auch sagen, am Anfang war das ja an der Westfront oder an der Ostfront, wenn man es von den Franzosen aussieht, noch nicht so, dass man so extrem eingegraben war. Das hat sich ja erst eigentlich dynamisch entwickelt. Also das ist ja eher so gewesen aus der... Oh, nein, so wollten wir das nicht. Kommt ihr hier rüber? Das ist ja quasi so entstanden, dass man einfach irgendwo mit dem Vorstoß zum Stillstand kam und sich dann hat gegenseitig übertrumpfen wollen, um dann letzten Endes den Feind zu besiegen, um weiter vorwärts zu kommen. Man hatte ja nicht diesen Krieg geführt, um sich dann irgendwo in so einen Dreckhügel zu setzen, sich einzugraben und auf besseres Wetter zu warten. Das war ja von Anfang an nicht der Plan, sondern es ging ja tatsächlich darum, um vorzustoßen, aber irgendwann hatte man sich dann doch so sehr auf die Verteidigung konzentriert und den Gegner darin zu überbieten, dass es dann, dass beide Seiten so gut eingegraben waren, dass es ja nicht mehr vorwärts ging. Und dann ging es halt nur noch darum, wer verteidigt sich besser und hält länger durch. Und da muss ich sagen, die Deutschen waren da zum Beispiel recht trickreich. Die haben Stellungen, wie man das hier sieht, oft auf Hügeln gebaut oder im so gebaut, dass der Feind unter ihnen liegt, aus dem einfachen Grund, weil dann das Grundwasser und das Regenwasser nach unten fließt. Das heißt, der Deutsche hatte in seinem Graben trockene Füße in der Regel, während der Brite oder der Franzose die Stiefel voll hatte mit Grundwasser. Das ist natürlich recht unschön, wer schon mal irgendwie Fußbrand oder sowas gesehen hat. Was passiert, wenn der Soldat nasse Füße bekommt und keine trockenen Socken mehr hat? Das ist echt hässlich, sowas. Kann man eigentlich gerade nach Hause gehen. Ja gut, gehen ist dann auch schlecht. Wir fahren mit dem Zug, wenn der nicht zerbombt wurde, die Eisenbahnstrecke. Das ist natürlich die nächste Frage. Gut, meinen kleinen Vier-Mann-Trupp, den lasse ich jetzt hier vorrobben. So viel zu meinen Geschichtskenntnissen hier. Ich muss auch gestehen, Erster Weltkrieg bin ich bei weitem nicht so fit wie im Zweiten Weltkrieg. Da bin ich aber, glaube ich, auch nicht alleine. Ist schade. Ich glaube, da werde ich nochmal ein bisschen nachbessern müssen. Weil ich finde das ja immer traurig, wenn ich hier spiele und nicht genau weiß, worum es geht. Aber gut. Ich gebe es ja wenigstens zu. Aber genug geschwätzt. Jetzt wird gekämpft. Wir rücken hier vor. Ich speichere jetzt nochmal. Ich habe lustigerweise auch hier noch einen Spielstand, wo ich genau an dieser Stelle bin. Fällt mir gerade auf. Das liegt daran, dass ich eben die Aufnahme kaputt gemacht habe, weil ich irgendwie zwischendrin auf die Aufnahmetaste gekommen bin und damit dann auch gleichzeitig die Aufnahme wieder beendet habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Kabel von der Maus das runtergedrückt. Das hing nämlich eben so halb über die Tastatur. Wahrscheinlich damit. Das ist mir Gott sei Dank relativ gleich aufgefallen, aber dann war die Aufnahme natürlich hinüber. Das wäre nämlich auch in den ersten 10 Sekunden passiert. Gott sei Dank ist mir noch 4 Minuten aufgefallen und nicht ganz am Ende. Das wäre dann ja eine super Zeitverschwendung gewesen. Ja, Mahlzeit. Brrr. Genau. Hoffentlich gehen diesmal nicht die Pferde drauf. Wobei, ne, doch. Dann gibt es lecker Wurst nachher. Pferdesalami. Gut, mit so Witzen muss man natürlich aufpassen. Jetzt war ja auch gerade wieder Reitturnier in Frankfurt. Nicht, dass man da die reichen Pferdefans
sauer macht. Jetzt muss ich mich beeilen. Da kommen Patrouillen. Ich könnte die natürlich noch abwarten. Aber ain't nobody got time for that. Wir werden jetzt einfach mal unseren Angriff führen. Werden mich dann zwar von der Flanke wahrscheinlich angreifen, aber na gut. Dann haben wir sie schon mal weggemacht. Und gut ist. Huch, was ist denn hier passiert? Kommen die Boys denn her? Warum stehen die da so auf so einem. Das sind Jäger. Das ist ja nett. Warum stehen die da auf so einem Knäuel? Weiß ich, wo gleich die erste Artilleriemumpel hinfliegt, ne? Genau, du sagst es. Black Fury. Okay. Ja, ich glaube, der Angriff beginnt jetzt gleich, weil ich genau in die Patrouille reinrobbe. Ja, und los geht's. Und es geht los. Los, greift das Geschütz an. Na los. Jetzt wird's aber haarig. Müssen wir uns beeilen, dass wir das Geschütz noch kriegen, bevor es schießt. Na komm schon, schieß doch. Na, was macht ihr denn? Ist echt ätzend, dass es keine Handgranaten gibt. Oh, komplett die Gruppe hier verloren. Oh Gott, nein. Das machen wir nochmal. Das war doof mit der Patrouille. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht auf das Geschütz geschossen haben. Das ist ein bisschen doof jetzt gelaufen. Das Problem ist, wenn die Patrouille mich entdeckt, wird das, glaube ich, ein bisschen unschön. Müssen wir versuchen. Wir könnten natürlich auch direkt versuchen, von der Flanke anzugreifen. Direkt einfach über diesen Hügel stürmen und die Geschütze von der Seite beschießen, weil da bin ich auch näher an dieser Deckung ran. Machen wir doch, probieren wir das einfach mal aus. Was soll schief gehen? Dann haben wir auch ein bisschen mehr Luft wegen den Patrouillen. Können uns da ein bisschen besser in Stellung bringen und am besten auch alle gleichzeitig angreifen. Ich glaube, das ist besser. Das wird besser funktionieren, schätze ich. Ja, genau. Quatsch mich voll auf Französisch. Das habe ich mir immer gewünscht. Hier haben wir unsere Reserve mal. Okay. Dann kann ich die relativ zeitgleich das Feuer eröffnen lassen, hoffe ich. So, die gehen hier entlang dieser Kuhle oder dieser Senke in Stellung. Hoffe ich. Attack, Attack, genau. Mui, mui. Ja, genau. Lieber La France, Jack, möchtest du vielleicht mal in die richtige Richtung zielen? Könnt ihr das nicht angreifen, das Geschütz? Gut, dann würde ich sagen, Feuer frei und wir knien uns hin. Warum kann er das Geschütz noch drehen? Ja, sehr gut. Das Geschütz ist uns. Dann setzen wir uns da jetzt auch gleich dran mit den vier Mann. Und werden da auch gleich fröhlich lossieben. Nein! Fuck. Das ist nichts geworden. Die Jungs hat es leider komplett zersiebt. Ah, nicht ganz. Ah, legt euch hin. Na, komm schon. Legt dich hin. Jack, nein! Ja, setz dich ans Geschütz, komm. Oh ja. Nein, 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 nein. Jetzt hat sie ihn erwischt. Oh, jetzt sind sie, glaube ich, sauer geworden. Den Braten haben sie gerochen. Ich habe ganz schön Verluste gemacht. Ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ah, ich kann Reinforcement anfordern. Sehr gut. Der Angriff geht jetzt nämlich los.
So, und jetzt aber ran hier. Okay. Sehr gut. Komm, dreh das Ding. Dreh den Humpen. Ah! Nein! Jack! Kacke. Boah. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Meine Voice hier hat schon gleich wieder zersiebt. Versuchen wir nochmal hier über die Flanke zu schicken. Ich glaube, mein Angriff ist ziemlich in die Hose gegangen hier. So die Vermutung, die ich habe. Ach, der Graben ist aber frei hier. Können wir vielleicht das andere Geschütz hier angreifen? Aber die haben mich noch nicht bemerkt, sehr gut. Na komm schon. Schieß! Gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, setzt euch jetzt genau davor. Das ist wichtig. Okay. Kein Problem. Gute Kumpels. So, ist fein. Aber ich finde es ja schön, dass sie sich immer die eigenen Geschütze hier zu Klump schießen. Das lief suboptimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Bums. Ah, vielleicht haben sie nicht geschossen. Ah, die haben nicht geschossen. Ich habe, weil ich das Geschütz angeklickt habe. Du musst, man muss die Infanteriebesatzung anklicken. Dann wird das was. Ah, das ist aber fuddelig. Ich meine, dass das in Assault Squad nicht so wäre. Okay. So, und jetzt besetzen wir hier das Geschütz und dann räumen wir noch das MG weg. So. Excellent. The harvests are neutralized. Sehr gut. Muss ich erstmal hier meine ganze Infanterie irgendwie wieder zusammenbekommen. Ist halt irgendwo verteilt. So, dann haben wir uns hier auch einen Eingang geschaffen. Und können den Feind dann auch wunderbar flankieren. Wo sitzen denn noch Deutsche? Dort hinten. Da müssen wir, glaube ich, erstmal ein Haus wegmachen. Bevor wir da durchschießen können. Boah, die lädt aber langsam hier. Boah. Rums. Na, das könnte was werden hier. Ja. Nee, nicht ganz. Wieder irgendwo hängen geblieben. Darf man vielleicht hier den Graben? Wunderbar. Puh. Ist aber nicht gerade präzise. Also präzise ist auf jeden Fall was anderes. Haben sie sich aber wacker gehalten hier, die Deutschen. Rums. Na, wirklich Schaden nehmen sie halt nicht da in diesem Graben. Hat schon eine gewisse Schutzwirkung. Und keine Munition mehr. Ich bin begeistert. Ist noch andere Munition hier drin? Nee. Okay. Oh. Ich glaube, eine von den Mumpeln, die ich abgefeuert habe, ist hier bei meinen Boys eingeschlagen. Die habe ich mir selbst weggeschossen. Naja, gut. So, wo haben wir denn noch Feinstellungen?
Da treibt sich noch was rum. Irgendwo da oben. Ich stehe den Graben da rein. Ja. Alert. Ich hole mir nochmal Infanterie ran. So. Laufen wir hier mal los. Sammeln hier noch das MG ein. Okay, das entgehen wir mit. Versuchen wir mal hier zu platzieren. Können wir nämlich vielleicht drüber schießen an den Graben. Und die Boys, die kommen auch mit. Die nehmen wir auch mit. Die können wir ja vielleicht auch gebrauchen. Ach, der Graben da drüben ist schon sauber. Sehr gut. Oder so gut wie sauber. Sehr gut. Ja, wir haben diesmal 104 Leute verloren, also das ist doch nicht wenig. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission. Darauf gibt es jetzt einen kurzen Ausblick. Hallo? Ja, genau. Einen kurzen Ausblick. Oh, eine kurze Cutscene. Ist ja noch besser. Und dann gucken wir uns das an. Wieder mal ohne Ton. Ich bin begeistert. Und dann gucken wir uns mal an, was als nächstes kommt. Ja gut, da Shepard's. Tja, ich könnte es natürlich nachvertonen. Attack. Er ist ja der Deutsche. Muss ich das ja so vertonen wie im Spiel. Los, Fritz. Lass uns die Froschfresser hier rauswerfen. Ja. Attack. Ja, sind relativ schlecht, die Aufnahmen. Natürlich. Ist ja ein bisschen her. Aber da kann man ja jeden Pixel einzeln zählen. Das ist echt krass. Sie hat so ein bisschen was von Close Combat. Ja, ich glaube, das war genug Stummfilm. Ich denke mal, solche Bilder findet man auch mit Ton vielleicht oder als Dokumentation auf YouTube. Wäre jetzt nicht so interessant. Ah, da sehe ich doch Verdun. Ich bin gespannt. So. Trenches leading to hell. Tats wahrhaftig. Jetzt gibt es wirklich Grabenkrieg. Okay. Spielt jetzt auch 2 Jahre später. Wir befinden uns jetzt ja im Jahr 1916. Dementsprechend sieht es hier wahrscheinlich ein wenig anders aus. Ja, okay. Das sieht doch eher nach Erster Weltkrieg aus. Attack. Oh. Einmal einen Backflip gemacht. Heftig. Aber geil gemacht, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Naja, wie das ausgeht, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Und bis dahin sage ich, bis denne.